Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Workshop. Ich bin Jakub und heute geht es wieder mal um das Thema Airbrush. Wie gesagt, heute Thema Airbrush. Dazu haben wir schon einen Workshop gemacht. Da haben wir uns die Grundlagen angeschaut, das heißt hier der ganze Aufbau unsere Absaugungsanlage, der Kompressor, das Wichtigste natürlich die Airbrush-Pistole, Handschuhe, Airbrush-Cleaner und hier die Farben. Das kennen wir alles schon vom letzten Mal und heute zeige ich euch ein paar weitere Tricks, wie man mit dem Airbrush weitere coole Bilder sprayen kann. Was wir heute brauchen werden, ist ein DIN A4-Blatt, eine Schablone mit ausgeschnittenem Kreis. Wir haben es mit einem Lasercutter gemacht, kann man zu Hause aber auch ganz normal mit einer Schere machen. Und dann ein paar weitere Blätter und ein Skalpell. Wofür wir das dann brauchen werden, werdet ihr gleich sehen. Heute schauen wir uns an, wie man mit dem Airbrush einen Planet im Weltraum malen kann. Und das ist eigentlich ganz einfach. Zuerst machen wir den Hintergrund, also einen Farbverlauf von dunkelblau ins Schwarze. Also oben wird dann dunkelblau sein, unten wird es dann schwarz. Hier nehmen wir diese Schablone, also diesen Kreis. Das sichert uns dann, dass die Stelle hier weiß bleibt. Da kommt dann unser Planet hin. Und mit weißer Farbe machen wir dann hier ein paar Sterne. Und zum Schluss nehmen wir die Schablone und machen dann unseren Planet schön farbig. Legen wir gleich los. Ich nehme diese Schablone, die dunkelblaue Farbe. Es ist immer besser, zuerst eine hellere Farbe, dann eine dunklere nehmen, weil man dazwischen, vor allem wenn man einen Farbverlauf macht, die Airbrush-Pistole nicht sauber machen muss. Also zuerst blau, danach schwarz. Hier kommen ein paar Tröpfchen in die Airbrush-Pistole rein. Nach Bedarf kann man das natürlich mit Wasser verdünnen. In diesem Fall kann ich das schnell machen, dann haben wir ein bisschen mehr davon. Es sind Acrylfarben, also geht es mit Wasser ganz gut. Dann haben wir uns letztes Mal schon angeschaut, es ist eine Double Action Airbrush Pistole, das heißt, wenn man drauf drückt, damit reguliert man den Luftstrom. Wenn man zieht, kommt da auch Farbe raus. Es ist immer besser, es nicht direkt auf dem Blatt, auf dem dann unser Kunstwerk entstehen soll, das ausprobieren, sondern irgendwo daneben. Also so. Und dann kommt hier schon Farbe raus. Danach sollte man hier die Schablone halten, weil es sonst durch den Luftstrom wegfliegen könnte. Und dann kann man schon mit dem Farbverlauf anfangen. So ganz einfach. Genau. Perfekt. Jetzt nehme ich die schwarze Farbe und mache genau das gleiche von unten, sodass da also ein schöner Farbverlauf entsteht. So, jetzt das gleiche mit schwarzer Farbe. Also hier die Schablone mal halten, kurz ausprobieren. Zu wenig. Also nochmal nachfüllen. Und den Kompressor anmachen, damit wir einen größeren Luftdruck haben. Gut.
Perfekt. Jetzt sieht man hier, ist diese Stelle weiß geblieben. Aber damit werden wir vorerst nichts machen. Zuerst noch die Sterne und erst danach diese Schablone und dann Planet machen wir dann farbig. So, jetzt sind wir mit dem Hintergrund fertig und werden jetzt die Sterne dann mit dem Airbrush dann sprayen. Dafür brauchen wir weiße Farbe und eine weitere Schablone, die wir ganz einfach mit dem Skalpell jetzt uns da erstellen werden. Na, man nimmt einfach ein Blatt Papier. Hier macht man dann mit dem Skalpell einfach so ein Kreuz. Und man muss darauf achten, dass das überall wirklich durchgeschnitten wurde. Hier haben wir jetzt unsere weitere Schablone fertig. Man sieht da hier so einen Stern. Und genau das legen wir hier rauf. Passen das so an, dass das an die Stelle kommt, wo man sich das vorgestellt hat. Und dann nimmt man einfach weiße Farbe. Auch ein bisschen mehr Luftdruck. Genau, und hier jetzt schön von oben mit ziemlich wenig Luftstrom. Genau. Jetzt sieht man hier den schönen Stern und wir sind fast fertig. Jetzt kommt nur noch der Planet. So, jetzt bleibt nur noch der letzte Schritt und zwar die Schablone und der Planet. Dafür nehmen wir hier eine orange Farbe. Schauen, wie es dann aussieht. Vielleicht können wir dann auch einen Farbverlauf in rote Farbe machen, aber das können wir dann erst später beurteilen. Also hier wieder vorsichtig drauflegen. Genau so. Und dann ganz vorsichtig hier. Zuerst ausprobieren und dann. Genau so. Dann schauen wir uns an, wie es aussieht. So sieht es jetzt aus, nachdem wir unseren Planet mit oranger Farbe besprüht haben. Wir können noch weiter probieren, es mit roter Farbe noch ein bisschen zu verbessern. So, machen hier nur ganz am Rand. Hier muss man vorsichtig sein, dass man wirklich die Schablone so hinlegt, wie man sie vorher hingelegt hat. Und dann, wie gesagt, mit roter Farbe ganz vorsichtig von der Seite. Und dann soll es noch ein bisschen plastischer aussehen. So wie hier. So, das ist unser heutiges Kunstwerk. Wie man sehen konnte, so ein schönes Bild ist gar nicht kompliziert zu erstellen. Es geht da um die Arbeit mit Schablonen, die man ganz einfach, wie wir, mit dem Lasercutter oder zu Hause mit einer Schere oder einem Skalpell machen kann.
und dann geht es um die Arbeit mit Farben. Mehr ist es nicht und so ein schönes Bild kann man dann mit dem Airbrush verwirklichen. Ich hoffe, ihr habt wieder mal was Neues gelernt und nächste Tricks gibt es dann vielleicht bei nächsten Workshops. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Workshop. Tschüss! Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Workshop. Tschüss! Applaus.